Krieg, also es ist schon geil, was sie sich gemacht haben. Einfach geil. Also man kommt ja bei so einem Spiel selten mal auf die Gelegenheit, sich diese Grafik genießen zu dürfen, zu können. Aber guck mal, da ist direkt das Dorf. Guck mal hier, das ist voll der geile Übergang. Ey. Da hast du so voll das Schloss, da warst du Echsen und auch hinter dem Berg hast du gleich hier oben die Hütte. Heftig, wie weit das da unten geht, ey. Boah. Geile Grafik, geile Optik, Alter. Bethesda, ihr habt richtig geile Arbeit gemacht. Mann, Mann, Mann. Mega geil. Mega geil. Absolut geil. Ich bin hin und weg. Moment, warte mal, ich hab mal hier, genau. Ja, wir sind hier im Dorf, dann nehme ich mir doch mal meine eine reicht, jawohl. Da ist zu. Okay, jetzt ist gespeichert. Sehr schön. Ja, da haben wir gerade noch gekämpft, weißt du, und hier hast du direkt das Dorf. Okay, jetzt hast du so richtig schöne Musik. Das ist so melodramische Musik. Achso, so unterstützt wird von ich von den Einblicken. Einfach geil gemacht. Gänsehaut spielen gerade zu. Achso, guter Mann! Haben Sie ein paar Münzen übrig? Für Suppe. Nimm dich vor den Wölfen in Acht, guter Herr. Guter Herr. Ich verstehe nicht. Hörst du nicht das Schnappen ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen, wenn wir nichts tun. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen so viele von ihnen wie möglich töten. Ja. Okay, haben wir Lageplan gefunden? Nein. Schlafen wir erstmal dann raus, aber hier draußen würde ich sagen, da frierst du dir höchstens die Glüsen ab, ey. Ich glaube, ich keine gute Idee, hier draußen zu pennen. Es ist ziemlich kalt hier oben, würde ich sagen. Okay, wir müssen also da rein. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Schauen wir mal. Das ist das Gasthaus. Da muss ich hin. Die Lilien singen im Mondschein. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Wie heißt du? Annette. Und Sie? William J. Blazkowicz, US-Militär. Nennt man Sie so? Mein Vater hat mich immer Billy Boy genannt. Billy Boy? Billy Boy? Billy Boy? Der Name für einen erwachsenen Mann. Ach, manche nennen mich einfach BJ. Schande. Billy Boy, da kommt es auf die Kondommarke. Billy Boy, ja, man kennt es nicht, ne? Oh, wie geil, ey. Aber wir haben die Tür zugemacht, ne? Also BJ ist da schon sehr genau. Tür abschließen und so weiter. So, jetzt kommen wir zum Charakter Annette. Annette Krause wuchs bürgerlich auf. Ihre Mutter starb, als Annette noch jung war und ihr Vater heiratete danach nicht wieder. Als das Regime an die Macht kam, wurde sie verfolgt und ihr Vater konnte sich mit Annette in den Bergen verstecken. Nach ihrer Entdeckung wurde der Zug, in den sie nach ihrer Entdeckung steigen mussten, in den Alpen von Widerstandskämpfern angegriffen und Annette kam frei. Ihr Vater überlebte jedoch nicht. Die kann er mir leid tun. Ich wollte auch gerade sagen, die sieht nicht aus, als wenn die über 18 ist. Vielleicht ist sie 16, 17, ja. Aber die sieht heiß aus. Genau mein Geschmack. So, jetzt zurück zum Spiel. So, Sie sehen aus wie ein BJ. Danke fürs Kompliment.
Gasthauslagerung. Lagerung in den Kessler Getränke, Käse, Fleisch und verschiedene Waren für das Gasthaus aufbewahrt. Jo. Schauen wir uns erstmal hier oben. Ah, oh, ein Bett zum Pennen. Oh Gott, oh Gott. Was Herr Kessler ist drin, Herr BJ. Ja, ja, ja. Ich will mich hier oben erstmal umsehen. Darf ich das? Danke. Die brauche ich jetzt nicht. Was haben wir? Ja, komm, jetzt habe ich es trotzdem eingesammelt. Na, ist egal. Herr Kessler ist hier drin. Ja, ich weiß. Er erwartet Sie. Okay, ich lege mich jetzt erstmal eine Runde aufs Ohr. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn hier gelandet? Munition? Was ist das? Wo bin ich hier? Unterwegs. Oh, verschlossen. Okay, da kann man nicht.
leider gerade. Thank you.
Ja. Ich weiß, das konnte man irgendwie machen. Ich hab mal. Wo wäre da? Da ist er, der Adolf. Okay. Ist mal ein bisschen besser.
Das aus für so Käfige oder Knast.
Dazu, kein Problem, du. Dann versteck dich da ruhig weiter, ich hab das schon gesehen.